Der Vater kommt mit dem Bulldog nicht weiter, darum haben wir einen Unterfahrschutz draufgebaut, weil heute wird es wirklich angeblich extrem. Das sehen wir jetzt gleich. Wir haben ein bisschen Holz vorne, soweit er oben frei ist. Was bedeutet, weil der Opel frei ist? Naja, ganz einfach. Ihr seht schon, da sind die Rungen dran. Da übrigens kleiner Praxistipp. Das sind also Karabiner. Dann kommen die Ketten auch weg da. Im Endeffekt von mir also heute kleine ist. Aber bis oben nicht voll halt. Wir fahren mal nicht auf einer öffentlichen Straße, ne? Deswegen darf man so weit rausgehen, weil es wind. Darf man nicht durchgehen. So, jetzt rennt er, jetzt fahren wir zum nächsten Abfahrt. Thank you.
Erfahrung ist halt noch nicht so da. Ja, aber ich möchte mal das nehmen. Das ist natürlich gut, wenn man viel hat überhaupt. Aber man merkt schon, ein bisschen Gewicht hat. Vielleicht hat das ein Gewicht. So, jetzt haben wir noch so viel auf, dass die Ketten zugingen und. Das ist eine super Sache, die Ketten. Wer mag ihn ausmachen? Du? Ja, mach ihn aus. Ja, machst du ihn aus. Gut. So, und es war, hat es jetzt das Glück, ist mir jetzt mal ohne Helfer. Also ich schaue eigentlich so. Nein, lohnt schon. Ist eine schöne Fuhr. Und der Vater hat da sein Holzblatt. Das heißt, das fahren wir da her. Der Opa hat das immer mit heimgenommen. Aber der Vater, der will einen Dreck. Also Zecksperr gleich im Wald lassen. Ich glaub halt auf ein paar Rinder. Geht doch nicht, ist ein Ketten drin. Ja, das ist ein Matten. Gut. Aus! Da ist Bier rein. Ich bin nur noch ein paar Geld gefahren. Da haben wir erst eine da geholt. Aus! Gut! Die geht hinten auch nicht! Der spielt doch nicht! Der spielt doch nicht! Ja? Sperre funktioniert nicht, im Vorder- und Hinterachs. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, mal zu der Hinterachs und zu der Vorderachs, ob du was hörst, wenn ich schalte. Da hören wir was. Das hören wir. Hört man da was? Ja. Kannst du klacken? Ja. Da weißt du jetzt so viel. Komm jetzt hinten rein. Dann fahren wir hinter.
jetzt echt ein bisschen peinlich, tut mir leid. Und man hat gesehen, dass die Sperre nicht geht in der Vorderachse. Und in der Hinterachse zeitweise auch nicht. Das mal richtig. Die Unterketten nicht drüber, sondern von Anfang an gleich die zwei Ketten oben dran da. Schauen wir mal, theoretisch machen wir da einen Ketten auf, ein Bordwind davon können wir es dann abschwimmen auf alle Seiten, weil der Kipper geht ja noch nicht. Okay. Da ist der Chef. Und Chef, was gibt's Neues? Jetzt haben wir die letzte Furfür heute. Da hinten irgendwo liegt noch was, aber jetzt wird es finster und der Vater schneidet dann das zusammen. Jetzt fahren wir jetzt am Holzplatz runter und dann sehen wir weiter. Au. Ja, der Video ist schon gescheit eingewachsen. Okay, jetzt habe ich. Habe ich noch einmal gefallen, dann. Au. So, und was haben wir heute gelernt? Ein Unimog ist kein Unimog, wenn die Sperre nicht geht. Ist einfach halt so, ne? Ja, Sperre müssen wir richten. Anhängersteckdosen mal richten, Zugmantel mal richten. Der Unimog hat die letzten 30 Jahre vorher einen Opa gute Dienste erwiesen. Der hat im Prinzip das gleiche gemacht, weil das, was wir mir heute gemacht haben damit, das hat auch super funktioniert. Aber der war natürlich vorher schon ausgelaugt, der war im Milchtransport eingesetzt. Aber da machen wir einmal eine Geschichte drüber. Und jetzt ist er 55 Jahre alt geworden, der Mock. Da darf man schon mal Alterserscheinungen haben. Wenn es auch nervt, ja, mal schon sagen. Naja, Spaß machen tut er. Ja, geht schon ein bisschen schöner. So, Stammplatten beseitigt, Holz für die Kleinen ist da. Aber schön war es, wenn sie so ausschaut, passt. Ja, jetzt gleich noch eine wichtige Sache. Da dann, immer nachschauen, dem Dreck da mal rausräumen, wenn da einer drin ist. Das ist ja der Spritzer. Aber wenn da dann der Nassen drin ist, dann machen wir das Drucker legen. So, sieht schon alles gut aus. Forstunterfahrschutz natürlich wegbauen, wenn man nicht braucht, weil der frisst Öldruck durch Temperatur. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, so ungefähr, was das der Opa macht. Bloß, weil Mutter schon gesagt hat, für den Opa war das mehr eine Meditation. Ja, so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieh ich nicht runter. Wenn es ein Abo da lässt, wird sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Mock will immer was zum Tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Mock auch mal so eng.